Herr Feldmarschall, darf ich Ihnen die angeforderten Vernehmungsberichte der amerikanischen Gefangenen übergeben? Es handelt sich um die Gefangenen von Kasserin. Danke. Keine sehr guten Soldaten, wie es scheint, diese Amerikaner. Nach einer Schlacht ist wohl kaum festzustellen, ne? Vergessen Sie nicht, dass Ihre Panzer unseren Geschützen hoffnungslos unterlegen waren. Das Gleiche gilt doch wohl auch für Ihre Führung. Wieder viel Sauerwerk, Kasserin. War ja auch kein amerikanischer General. Das war der britische General Anderson. Wussten Sie das? Ein britischer General und amerikanische Soldaten? Keine sehr gelungene Kombination. Mein Lieber, vergessen Sie nicht, dass Montgomery auch ein britischer General ist. Und der Mann hat uns durch ganz Afrika gejagt. Immerhin sind wir zum ersten Mal auf Amerikaner gestoßen und haben sie besiegt. Mich stimmt das sehr optimistisch. Ja, Sie können es sich auch leisten, Optimist zu sein. Ich nicht.